Der nächste Biss für die Jörg. Scheint kein schlechter zu sein. Guter? Die zwei Bisse sind voll in der Strömung. Wieder ein fetter, nicht zu lang, aber sehr fett. Das ist der Fisch. Wie groß? So, 1,60 Meter. Auch wieder guter Pocker für die Größe. Fisch Nummer 3 für heute. 1,5 Meter. 1,76 Meter noch von Pascal und jetzt den 1,60 Meter. So, er darf zurück.
Pascal Lindell. Jetzt haben wir drei Plätze gefischt. Erster Platz direkt einer guter verlor. Ein kleiner gefangen, 1,5 Meter. Zweiter Platz kein Biss. Dritter Platz Viertelstunde gefischt. Pascal hat einer im Drill. Guter. Okay, schlechter. Was kann der Handschuh dabei oder soll ich kommen? Nummer? Nummer? Was? Beginn ich da hin? Aufpassen auf den Stein. Eine kommen da. Nachdem der Pascal eben eine Rootrunner verloren hat, er hängt richtig. Schöner Fisch. Denk dran, greif unten am Wirbel. Sauber. So, machen wir mal die Kamera aus und dann gehe ich mal Pascal helfen. So, der Fisch von eben, den der Pascal im Drill hatte, 1,76 Meter. Oh, die Fische sind alle super genährt. Das ist unglaublich, was die gefressen haben bisher bei dem Hochwasser. Das ist jetzt der zweite Fisch für heute und einer verlor. So, jetzt da mal wieder zurück.
macht der noch, wenn der schon ein bisschen viel jetzt gefunden ist? Was macht der denn? Thank you.
Okay. So, Viertelstunde gefischt, zwei Bisse, erst ein kleinerer Fisch. Meter geschätzt, Meter 5, Meter 7, irgend so was in der Richtung. 5 Minuten später ein schöner Einschlag. Und das war der. Oh, super. Klasse. Hat der ein Eilein. Super Fisch. Top. Nummer 3 für heute. Wir sind 3 Stunden unterwegs. 1,35 Meter, 1,07 Meter und den hier, den müssen wir noch messen. Super.